Hey Leute, mein Name ist Bergtussi. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Zu einer weiteren Episode richtig einkaufen, richtig verkaufen. Und ich habe auch wieder was für euch. Das könnte euch gefallen und damit könnt ihr echt viel Kohle machen. Warum? Das werde ich euch in dem Video erzählen. Viele fragen sich bestimmt jetzt, warum sollte man jetzt mehr Gold machen können als im letzten Patch oder in dem Patch davor? Oder, naja, den Release will ich mal vorne weglassen, aber warum sollte man jetzt mehr Gold machen können? Ich glaube, der Grund dafür liegt wirklich auf der Hand, und zwar Argus. Die wenigsten oder sehr wenige sind im Moment in der alten Welt noch, oder naja, alte Welt kann man es ja eigentlich nicht nennen, in der alten Welt, sage ich es mal so, unterwegs und gehen wirklich noch farmen. Also Buffoot Farm, Flask Farm, etc. Einfach die, sage ich mal, dieses Farmen. Die meisten sind im Moment auf Argus unterwegs und farmen einfach Argus rauf runter. Mein kleiner Tipp an euch: Ich gehe mal eben zum Auktionshaus, ich zeige euch das. Ich mache das jeden Tag und ich werde damit im Moment steinreich. Wirklich steinreich mit eigentlich nicht viel machen. Eigentlich wirklich nur zum Auktionshaus laufen, in meine Liste, ups, verklickt, in meine Liste reinzugucken und eigentlich fettiges Bärensteak zu kaufen. Der Witz ist, ihr seht es bei uns auf dem Server, es kann natürlich bei jedem Server anders aussehen. Also es kann natürlich sein, dass es bei euch extrem hoch ist, aber für was biete ich das an? Ich kaufe alles. Ich kaufe jeden Tag alles an fettigem Bärensteak bis 11 Gold auf. Und stell sie für 15 Gold wieder rein und werd damit wirklich fucking steinreich. Das hört sich wirklich im Moment blöd an. Es waren irgendwas mit 50 oder 60 Stacks, die ich reingestellt habe zu Anfang. Klar, jetzt sind natürlich nur noch so und so viel über, aber wenn ich das alles wieder rauskaufe, haue ich wieder meine 3 oder 4 oder 5 Stacks, naja, 5 Stacks mehr werden es wohl sein, da ist ein 100er, ja, so sagen wir 5 Stacks, 100, nochmal wieder oben drauf. Klar, ich zahle dafür auch ein bisschen Gold, aber ich hole das Doppelte raus. Also zum größten Teil sind die wirklich für 5 Gold, 6 Gold, 6 Gold, 6 Gold und irgendwann gehen sie dann hoch auf 12 Gold. Bis dahin würde ich alles aufkaufen. Klar, ich könnte mir noch überlegen, oh, nehme ich die 12 Gold auch noch mit und damit ich einfach alle ausspiele, die noch irgendwie da sind. Bis 12 Gold geht auch noch. Ich mache immerhin 3 Gold oder naja, 2 Gold 50 so gesehen an dem Gewinn. Die Einstellungskosten, die ich habe, pro, ich rede jetzt nicht irgendwie pro Stack, sondern pro einzelnen Ding, sind ein Silber und 58 Bronze. Das ist ein Witz. Das ist ein fucking Witz, was ich da an Gewinn immer noch raushole. Selbst wenn ich einen ganzen Stack reinstelle und Einstellungskosten von 50 Silber oder von 80 Silber, von 75 Silber habe. Klar, ich hole pro Stück nur 75 Silber oder vielleicht nur ein Gold raus. Aber ich mache dafür auch nichts. Ich gehe zum Auktionshaus, habe ein bisschen Gold auf der Hand oder auch nicht. Im Moment habe ich 100.000 hier. Der Rest von meinem ganzen Gold liegt bei mir auf dem Bankchar und rostet da vor sich hin. Naja gut, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt ein bisschen Gear mit meinem Twink gekauft, weil ich dann doch irgendwie zu faul war, 20.000 Raid zu laufen und das alles nachzuholen. Also bin ich natürlich losgegangen und habe mir für 250.000 Gear gekauft. Aber das ist wirklich, das ist ein Witz. Das hole ich innerhalb von ein paar Tagen wieder raus. Die 100.000 ist wirklich, es ist kein Spaß, ist fast nur zum größten Teil mit fettigem Bärensteak, Leyblut, Traumlaub, Heiltränken, Barracuda und Aretrir gemacht. Es ist kein Spaß, Leute. Ihr könnt im Moment echt viel Kohle machen. Es gehen kaum Leute farmen und die Leute, die farmen gehen, stellen es halt so billig wieder rein. Beziehungsweise das kann man nicht wirklich farmen nennen, wenn man überlegt, morgen gehen die Leute wieder raiden. Wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich. Und viele werden sich Buffoot herstellen oder auch nicht. Das ist nicht wirklich Farm. Also auf anderen Servern sieht es da deutlich mehr aus. Da ist deutlich mehr da, aber auch alles zu dem gleichen Preis. Und glaubt mir, ihr werdet es für 15 Gold, sogar für 16 Gold, sogar für 17 Gold verkaufen. Ich verkaufe Traumlaub. Das ist kein Spaß. Das ist absolut no joke. Ich kann ja mal eben kurz reingucken bei meinen Auktionen. Traumlaub für 22 Gold das Stück auf BlackRock. Und ich werde sie los. Warum? Weil kein Traumlaub im Moment im Auktionshaus ist. Das heißt, ich habe natürlich mega viel Traumlaub, ich habe mega viel Barracuda, ich habe mega viel dieser, ich werde es alles los. Alles, was ich hier drin habe oder sonst irgendwas, ist im Moment das, was ich anbiete, was die Leute ja nicht mehr farmen gehen, beziehungsweise zu faul sind, irgendwie farmen zu gehen. Und ich verkaufe jeden Tag Unmengen davon. Ich meine, man sieht es da oben, was ich da vor oben für einen Scheiß verkaufe, ganz ehrlich. Aber egal.
Leute, probiert es aus. Ihr könnt auf jeden Fall echt viel Kohle mit fettigem Bärensteak machen. Ich werde sie jetzt eben alle einkaufen und werde sie dann gleich ins Auktionshaus stellen. Weil das sind wieder ordentlich wie viele da. Wir sehen uns gleich, wenn ich sie eingekauft habe. Und bis gleich. So, nun habe ich endlich alle aus dem Briefkasten geholt und alle eingekauft. Und jetzt kommt die große Frage, mache ich Gewinn dran oder mache ich keinen Gewinn dran? Ich habe natürlich nur bis zu einem bestimmten Bereich eingekauft, also nur bis zu 12 Gold. Mehr wollte ich nicht, mehr habe ich gesagt, nee, es wird mir zu teuer. So viel ist es geworden. Und wie viel habe ich ausgegeben? Ja, ungefähr 6K. Nicht ganz 6K. Was mache ich an Gewinn? Okay, es sind 10 Stacks. Wenn ich selbst nicht nur für 12 Gold, dann hätte ich jetzt schon 12.000. Okay. Ich habe 6K ausgegeben, also ich habe mein Gold verdoppelt. Nein, ich werde sie aber für 15 reinstellen, weil ich weiß, ich werde sie so verkaufen. Also mache ich jetzt 15.000 Gold. Einfach nur mal eben mir nix, dir nix, Pi mal Daumen da dran. Sagen wir mal 14.250. Mal eben so da dran, dass ich 6.000 Gold ausgegeben habe. Also, dass ich für 6.000 Gold etwas gekauft habe, was die Leute definitiv brauchen. Um Buffwood herzustellen, um jegliche Sachen herzustellen und so weiter. Ich verkaufe es wirklich in Massen. Ich könnte natürlich jetzt sagen, okay, ich habe schon 6.000 Gewinn gemacht. Ich könnte mir jetzt nochmal, was ich auch machen werde, einfach nur um die Konkurrenz ein bisschen auszuspielen und dass sie auf jeden Fall bei mir kaufen, nochmal die hohen Stacks, um drauf zu kaufen. Ist mir egal, der Preis mittlerweile ist mir egal. Ich habe 6.000 Gewinn gemacht. Scheiß drauf. Also, ich werde sie verkaufen. Ich weiß, dass ich sie verkaufen werde. Einerseits dadurch, dass ich der Einzige bin, der sie im Moment gerade anbietet. Ja. Also die Wahrscheinlichkeit, dass niemand bei mir jetzt irgendwie fettiges Bärensteak kaufen geht. Und warum kaufen sie jetzt bei mir das fettige Bärensteak? Und sagen sich nicht einfach so, ja, okay, so teuer, da gehe ich das doch lieber farmen. Ganz einfach aus dem Grund, ihr müsst eine Stunde oder eine halbe Stunde dafür farmen, für das bisschen, was ihr euch dann herstellen wollt, um raiden zu gehen oder um dies zu machen oder um sonst irgendwas zu machen. Whatever. Und dafür werden sich dann die Leute sagen, ey, komm, für 1500 Gold gehe ich jetzt keine halbe Stunde los, irgendwas zu farmen oder sonst irgendwas, sondern das kaufe ich mir eben schnell und gut ist. Es war ein scheiß asozialer teurer Preis im Moment, aber ist halt so. Und warum ist das so? Ich meine, ich kann es euch beweisen, dass es so ist. Nehmt mir die Sternlichtrosen. Bei euch sieht es wahrscheinlich genauso aus. Nee, die Samen möchte ich nicht, obwohl ich die gerade echt viel verkaufe. Kann ich einfach nicht das Samen mal da wegmachen? So, die Sternlichtrosen. Wow, alles klar. Okay, ich glaube, das sagt schon alles aus. Wir haben wieder mal keine im Auktionshaus. Auf jeden Fall bei uns nicht. Sie waren vorhin, ich habe welche verkauft für 66 und für 75 Gold das Stück. Also in 50er Stacks, wo ich mir dachte, so, Alter, Leute, seid bekloppt, ey, was zahlt ihr dafür? Ich gehe auch gerne farmen dafür. Also dafür gehe ich gerne farmen, dafür laufe ich los, gehe Sternlichtrosen farmen, wenn eine 75 Gold wert ist. Auf jeden Fall auf BlackRock. Im Moment haben wir gar keine drauf, also das heißt, ihr könnt euren Preis bestimmen und die Leute würden es kaufen. Und das ist das Krasse daran. Also Leute, ihr könnt echt viel Kohle machen. Lasst mir ein Like da, lasst mir einen Kommentar da, würde ich mich echt drüber freuen. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Ciao, ciao.